Hallo Leute. Tachchen, Moin Moin. wieder da. Nicht zu zweit, sondern wir haben diesmal wieder einen Mitspieler. Oh, da draußen steht der Zombie in der Gegend rum. Und zwar ist das der Turbo, den ich vom Power Minecraft Server kenne. Und der wird mit uns eine Runde zocken und hier weiter unser Bergdomizil ausbauen. Hi Richtig. Turbo. Hi. Tach. Moin. Ja, dann kannst du mal joinen, dann kann der Gabi dich mal teleporten, weil es ist nämlich gerade Nacht und wahrscheinlich ziemlich ungemütlich. Ich stehe hier schon, hier in dem Haus. Ach ja, logisch. Okay. Wer hat nämlich, der steht Hab jetzt den schon keinen da, weil wir Vorfall. gerade eben nämlich noch ein kleines Problem hatten mit der Verbindung und so. Das habe ich jetzt natürlich innerhalb von 1 Minute 20 ungefähr schon wieder vergessen. Naja, ist aber ja nicht so schlimm. So, ich würde mal sagen, wir können ja mal gerade noch ein zweites Bett bauen. Haben wir noch Ein drei Wolle, drittes, Gabi? meinst du? Ja, Also ein ich habe achtes. keine, muss mal gucken. Gut, ich Ne? erzähl mal kurz, wie der Turbo zu uns gekommen ist und ja, was generell so zu beachten ist. Also wir haben jetzt ein neues System, um die Mitspieler zu akquirieren, sage ich mal. Und also wir haben eine neue Seite für die Mitspieler Interessenten, wo ihr euch eintragen könnt. Und es ist jetzt inzwischen so, ihr bekommt leider keine Nachricht mehr über YouTube und ihr könnt auch nicht mehr per SMS benachrichtigt werden, da das System jetzt ein automatisiertes System ist. Ihr bekommt dann einfach eine E-Mail. Und zwar laden wir jetzt immer pro Take, also für jeden Take, wo jemand mitspielen soll, mehrere Leute ein. Und Ja. ja, und dann ist es halt so, dass derjenige, der sich zuerst einträgt, beziehungsweise vielleicht spielen irgendwann ja auch mehrere Leute mit, dann sind es diejenigen, die sich zuerst eintragen, die Ach, also gut. antworten auf diese E-Mail, die dürfen dann mitspielen. Das ist dann automatisch so, dass wenn sich genug Leute angemeldet haben, dass die anderen dann abgelehnt werden, wenn sie versuchen, sich einzutragen. Also achtet immer schön auf eure E-Mails, wer zuerst kommt, mal zuerst. Also immer regelmäßig E-Mails checken und wer dann sich entsprechend einträgt, der ist dabei. Ja. Turbo, ich habe dir hier drüben mal ein paar Werkzeuge und ein bisschen Essen hingelegt. Sehr Hast du mal so nett eine kleine von dir. Grundausstattung? Ich Ja, guck danke mal, schön. ob wir noch irgendwo Fackeln haben. Ja, wir haben jetzt Ja. relativ neu hier auch ja angefangen, deswegen sind wir ja auch noch nicht so top ausgestattet. Wird aber natürlich alles noch. Boah, Gabi, wir brauchen dringend Holz. Warte mal, ich müsste eigentlich doch noch ein paar Sticks haben. Wo sind denn die Sticks hin? Hat irgendwer von euch Sticks Ich hab aufgesammelt? du hast sie eben fallen lassen hier. Nee, Ah, ich habe okay. keine. Hier, Die da. mal rüber. Tada. So, weil dann mache ich nämlich jetzt mal noch eine Runde Fackeln. So, hier Turbo, kannst auch mal ein paar haben. Dankeschön. So, ich würde sagen, wir müssen gleich auf jeden Fall mal draußen ein bisschen Bäume machen Eine gehen, Tür aber wäre mal nicht schlecht. Tür wäre ziemlich. Ich Oh, da setze ist ja auch mal noch eine eine Tür Kiste rein. Ecke, da ist nichts mehr drin. So, hier haben wir noch Zaun. Wir müssen gleich auch mal, ich werde gleich mal ein paar Viecher anlocken gehen. Wir dann hier oben mal verbringen können. Dann bauen wir am besten gleich mal ein Gehege. Irgendwo. Da unten sind Schafe. Ich hatte auf der anderen Seite eben, da sind Schweine. Schweine sind Ein natürlich Zombie schon da ganz unten cool. auch, Ja, ja. ja. Cool. Oh. Mist. So, Tür haben wir. Ach so, Turbo, und denk dran, ne, wir spielen hier auf hart, also hier bist du ratzfatz platt, wenn Ja. dich ein Zombie irgendwie angreift oder so. Genau. So, Okay. ich Bei einem mache Creeper jetzt hast du es auch. meistens generell schon hinter dir, wenn du den siehst. Ja. So. Ich habe hier nämlich auch gerade einen rumrennen, den werde ich mal ein bisschen killen jetzt. Wunderbar. Aber schöne Landschaft hier, muss man schon sagen. Ja, Ist cool, ne? ne? Ja. Deswegen sind wir auch hierhin Ja. umgezogen, weil das echt schick Ja. ist Halt hier. voll Bock. Es ist zwar nicht unpraktisch auf dem Berg zu bauen, aber wir hatten da nochmal richtig Bock drauf. Wir haben nämlich mal im Singleplayer sowas Geiles gebaut. Da hatten wir so mehrere, also auf den ganzen Gipfeln hatten wir dann halt, na wie heißt es, also Häuser, so kleine Stützpunkte mehr oder Okay. weniger. Und haben die dann mit Bahn verbunden. Das war ziemlich cool. Das wollten wir hier halt auch nochmal machen. Genau. Haben wir eigentlich inzwischen wieder ein bisschen Cleanstone? Beanstone. Weiß ich nicht. Irgendwie Wir haben ja nicht, ne? kaum. Wir haben ja kaum Kohle. Ja, sollen wir uns mal Was? vielleicht eine Schere machen, damit ein paar Schafe, viel Wolle, ein drittes Bett und so. Ja, genau, super. Ja, mach mal eine Ich gehe Schere. mal ein bisschen Bäume anpflanzen.
guck einfach mal in den Kisten, findest du irgendwie schon Kram. Ja, ist nur Iron Ore, aber ich leg's mal rein. Ja. Dann können wir nämlich noch eine zweite Ebene hier drauf bauen. Das können wir. Warte mal. So, genau, dann bauen wir hier einfach eine Treppe nach oben. Eine Leiter vielmehr. Ach, du hast gerade die ganze Zeit was gesagt. Okay. Ja, ich? Ja. Nicht gehört, oder was? Ich habe irgendwie nur noch Eiter oder sowas verstanden. Okay. Ich habe von einer Leiter gesprochen. Ah ja, okay, habe ich mir gedacht. In Minecraft, Eiter wäre mir neu. Ja, ich habe jetzt mal eine Schere. Lass das Schaf in Ruhe! Ach, wunderbar, du hast eine Schere. Ja, Schere ist natürlich noch was besser als Schlachten, ja. Oh, oh, oh! Oh, Creeper! Boah! Ah, ein Leben. Ah, ein Herz meine ich. Oh. Dann komm schnell hoch. Okay. Warte. Ja. Geh am besten kurz ins Haus und regeneriere dich mal ein bisschen. Alter, der kam oben vom Berg runter, oh, der Wichser. Ja, das ist echt übel hier, ich hab den gar nicht gesehen! Nee, nee. Wo war der? Denn der? Die kommen da vom Berg schnell runter. Oh. Blöden. Vollidiot, ne? Vollidiote. Vollidiote. Oh. Du Lodger. Apropos Vollidiot, ey. Der Typ, der hat ja mal wieder das Tor geschossen jetzt. Also, ja, ja, wobei das auch nicht die Gesamtleistung des FC irgendwie noch ins rechte Licht rückt. Das ist ja sowas von scheiße gewesen, was die in der zweiten Halbzeit gespielt haben. Leck mich am Arsch. FC-Fans hier, richtig. Oder? Richtig. Jo. Die erste Halbzeit, ich muss... Barcelona. Ja, okay. Barcelona. Ja. Man muss ja auch ein bisschen Lokalpatriot sein. Aber Bundesliga-mäßig Dortmund ist schon Dortmund. Okay, also solange du Düsseldorf sagst, ist eigentlich alles super. Düsseldorf, Bayern, Schalke, das sind so die Todsünden. Und vielleicht ja, Bayern, noch Gladbach. Gladbach, ja, also dann eher Düsseldorf und Gladbach. Also Schalke finde ich jetzt nicht so Schalke mega. Nee, Schalke ist nicht schlimm. Warum ist denn Schalke böse? Weil sie Poldi haben wollten, oder was? Ja, ja, das auch. Nee, aber wie süß ihr da unten rumhüpft. Da ist ein Zombie, ne, an der Seite. Ich ja, und da steht auch ein Enderman. Achso, ja. Ja. Eine Enderpussy, oh. Boah, ja, die ja sind so riesig, ne? Ja. Macht mir voll Angst, wa? Ich möchte eigentlich noch einen Schussfritzi haben. Ich will noch ein bisschen was Knochenmehl. Ich brauch, du musst zu dem Schaf mal senden. Ich guck mal, ob ich hier noch irgendwas Viechtechnisches finde, was ich mal abschlachten kann. Lief eben noch was rum, das wie weiß ist das ich eigentlich mit den Endermen? Krepieren die im Licht, oder? Nee, die überleben weiter im Licht, also die sterben nur noch bei Wasserkontakt. Ich glaub, also die überleben einfach auch unendlich lang, weil bei Creepern ist es ja so, dass sie eine Zeit lang überleben und dann trotzdem krepieren, ne? Ja. Der Enderman ja ist verschwunden. Die verschwinden halt irgendwie. Ja, die verschwinden, glaube ja, ich. Die einfach verschwinden, die beamen sich weg auch und kommen dann nicht mehr wieder. Da unten sind okay noch zwei Creeper, da gehe ich mal runter und mach die mal gerade alle. Hat einer von euch Holz wegen Bett und so? Ich hab Holz gerade dabei. Ich hab oh, auch Scheiße. Hier ohne Ende Bretter. Ja, warte, ich geb dir mal so ein. Waren nur drei Stück eigentlich. Ja, dann nimm doch mal. Oh. Danke. Kein Ding. Ah. Oh, hier ist richtig was los. Hier ist, glaube ich, eine Höhle. Ich glaube, dass da drunter richtig was spawnt. Ja, da ist eine Spinne und ein Creeper und ein Schussfritzi. Oh, oh, jetzt gerate ich hier aber in Schwulitäten, Junge. Boah, oh, Scheiße, nein, oh. Alter. Boom hat's ja gemacht. Ja, ja, der, das Skelett-Fritzi hat den Creeper abgeschossen, das fand er irgendwie nicht so geil und dann. Da ist noch ein gedacht, Creeper, ne, hinter dir. Oh, danke. Den hätte ich jetzt nicht gesehen. Ich dachte schon hinter mir. Nee, nee. Hinterm Fritz. Oh, leckt. Wow, er ist tot. Gehabt. Schwein gehabt, ja. Ich hab gesehen, wie du rumgeleckt hast. Noch gerade zu Glück gekriegt hier, ey. Gerade noch. Und der hat auch ein Schaf gekillt, der Pansen, ey. Junge. Naja, ich komme mal wieder hoch. Ich habe ja jetzt, habe ich überhaupt Knochen gekriegt? Nö, zwei Pfeile, na super. Mm, toll. Knochen oh, warte mal. Im Moment echt sinnvoller. Ja. Turbo, baust du das Bettchen jetzt? Achso, du hast die Betten abgebaut. Wo baust du die hin? Ich habe sie in die Kiste getan. Ah, ja, okay, alles klar. Ja, in dem kleinen Haus da aus Erde. Ja. In der Notunterkunft. So, ach ja, Cleanstone wollte ich eigentlich mal mich drum kümmern, ne? Haben wir denn hier jetzt irgendwie noch was gehabt? Ich glaube nicht. Also, ein bisschen Kabel muss ich irgendwie noch, haben wir glaube ich hier drüben.
Habt ihr nicht? Ja, hier. Ich weiß gar nicht, ob noch irgendwas. Okay. Ich habe auf jeden Fall Holz. Ja, wer braucht da Holz? Habe ich ihm schon gegeben. Nee, ich habe ihn. Aber. Hat sich erledigt. Ich lasse mal wieder links in die Kiste. Dann drops er weg. Ich hab noch richtig viel Kohle in der Tasche. Zwei Betten habe ich übrigens noch, ne? Ja, ich hab eins ist nebenan. Kiste, wie gesagt, wir müssen mal gucken, was wir uns jetzt hier bauen. Irgendein schönes Haus, so mit Creeper, Schlafzimmer wo? Und so. Ja, bei mir. Wo bist du? Ja, oh. Ich hab's gehört. Ich war weg. Damn. Ich war weg. Damn, Junge. Kam der von da unten? Hat Kohle freigeschwenkt. Kohlen. Ach ja, Kohlen. Hier wollten wir ja unseren Bahnhof bauen, genau. Warte mal, Turbo. Haben wir so was hingeht, da mal, buddeln wir nicht weiter. Achso, da sind Kohlen, ja, die kannst du natürlich abbauen. Das können wir aber später auch wieder reparieren. Hier hatten wir, hier wollten wir so einen kleinen Bahnhof später hinbauen, um zu den anderen Bergen quasi hinzufahren. Ah, okay. Warte ja, warum mal. Nicht? Ich mache hier hinten mal. Da sind auch noch Kohlen am Berg. Die werde ich auch mal gerade da mir einverleiben. So. Klettermaxe hier. Ja. Was machen die Cleanstones? Boah, die brauchen so lange, ne? Die Steine. Ja. Ja. Ah, hi. Ich wollte das gerade hier abbauen. Prima. Jetzt guck da ein Stück Kohle raus. Wir könnten ja einfach verschiedene Zimmer hier auf Dings. Man müsste zum Pennen dann immer zu einem anderen Gipfel fahren. Schlafzimmer auf einem anderen Berg. Na da. Oh, das sieht aber schön aus. Hm. Ich finde generell so Berglandschaften finde ich übelst krass. Achso, du hast. Ach, da oben, ja. Cleanstone. Cleanstone ist nur so teuer, ne? Also ich meine für so einen blöden Stein, der hier zu mir irgendwie in den Bergen hängt. Wir machen aber auf jeden Fall noch, Moment mal, erstmal noch ein bisschen Holz und dann haben wir nicht noch was? Ich noch was hier an? Naja, scheiße, wir haben gar keine Knochen und nix. Wird höchste Zeit für eine Zombie-Falle. Gerade das angefangen. Ist immer so, der Garf, der will immer alles bauen und ich baue eigentlich immer nur Zombie-Fallen. Alles andere finde ich irgendwie stinklangweilig. Wir müssen auf jeden Fall, damit das nicht außen nicht so glatt ist, müssen wir auf jeden Fall noch einmal so eine Umrandung an dem Haus. Mit Sterse. Wo meinst du? Hier an der Wand direkt? Ja, hier irgendwo, da oben. Ich finde, das gehört erst oben hin, oder? Was? Das gehört doch erst oben hin dann ans Dach, oder nicht? Ja, dann ist irgendwie, das ist alles dann so, weiß ich nicht. Ja, mach mal. Wie so ein Haus halt, ich meine. So ein Haus ist halt nun mal senkrecht außen, ne? So. Jetzt höre ich dich gar nicht mehr. Ach, nee, den Fritz höre ich auch nicht mehr. Der ist wahrscheinlich jetzt gleich dann auch auf einmal raus oder so. Was ist mit mir? Wir hören dich, wir haben dich nicht mehr gehört, jetzt wieder. Ich habe auch gar nichts mehr gesagt. Das geht nicht, du weißt doch hier, 10 Sekunden Stille und so. Oh nein, meine Blöcke verschwinden. Nein, Lag. Jetzt kommt der Garf bei mir gerade extra an. Ja, ich hab grad Mörder-Lags. Ja, bei mir auch. Ja? Ja. Genau. Ja, jetzt müsste es wieder gehen, oder? Ohne Witz. Sparet dir ein, Junge. Das hätte eh keinen Zweck. Ach so, hier müssten wir Holz. Nee. Ja. Bräuchte vielleicht noch eine Axt, aber. Ach so, ja, kannst du dir machen, ja klar, selbstverständlich. Mach dir aber am besten eine mit, haben wir schon, aber, guck mal, ich wollte auch eigentlich mal eine Mine bauen. Wir wollen ja eh noch Kabel, ne, Gabi? Ja, können wir immer gebrauchen. Pass mal auf, dann, hatten wir ja schon eine Mine gebuddelt, richtig? Ne, hier noch nicht, ne? Ich glaube nicht. Ne, pass mal auf, dann gehe ich hier einfach mal gerade runter und markiere dann da drüben mal. Was mit, aua, noch ein Brüch, 50 Stück. Und dann buddel ich mich hier einfach mal ein. Ich markiere das oben auch dann halbwegs, müssen wenigstens sehen. Oh, da ist ein Creeper, hi. Hey, guck mal her, du Lutscher. Oh, mein Schwert ist fast im Arsch, hoffentlich hält's noch. Nein, Schwert kaputt, nicht gut.
muss ich mit der Dia-Hacke verkloppen. Du weißt, reparieren und so, ne? Oh, fuck. Ja, es ist schon wieder zu spät. An das Reparieren weiß ich nicht, ob ich mich da jemals dran gewöhne. Man wird sehen. Geh einfach jetzt nur ein paar Schafe. Ja, krass, na super. Zwei Steine tief gebuddelt, direkt eine Riesenhöhle. Ich werde mal gucken, ob ich da... Ne, da komme ich auch nicht sicher runter. Wie sieht's links aus? Auch nicht, na toll. Oh, hier sind aber Kohlen. Die Welt bei mir noch hört, glaub nicht, oder? Was? Ja, bei mir ist das ganze, die ganze Welt hier irgendwie eingefroren. Jetzt geht's wieder. Okay. Puh. So, dann bringe ich jetzt mal hier die letzten Cleanstones an für die nächste Etage. Hier sind aber über viele Schafe. Kann ja nicht schaden. War klar, zwei zu wenig. Ich komme erstmal wieder hoch. Ja, nix. Da unten ist nämlich ein paar drin. Junge, warum haben wir denn solche Lags hier? Ich weiß nicht. Das kann an mir liegen, mit der Internetverbindung. Weil die wirklich... An unser aller Internetverbindung wird es heute wahrscheinlich liegen, weil wir alle eine behinderte Verbindung haben. Ja, Jahrhundert ist oder keine Ahnung, also... Oh, wir müssen unbedingt auch Eisen kochen. Ich werde mal was hier rein... Beziehungsweise ich nehme einfach mal den Ofen mit rüber. Turbo, wenn du nicht weißt, was du für eine Internetverbindung hast, ne, wie schnell die ist, dann gebe ich dir einen Tipp. Es gibt da so eine Seite. Fritz, wie heißt die nochmal? Was? Wie heißt nochmal diese Seite, wo man gucken kann, wie schnell die Internetverbindung ist? Einfach Unity Media Speed Test beispielsweise. Du Freak. Ich meinte diese komische, wo man auch nachguckt. Ach so, wie ist meine IP.de? Genau. Ah, ja. Ich glaube, das hatten wir schon mal erwähnt. Alles klar, da gucke ich mal nachher vorbei. Ohne Witz. Ach nein, Blöcke kommen wieder, wie nervig. Ah, jetzt. Stirb. Komm her. Verdammt. Ja. Oh, jetzt habe ich wenigstens mal genug, um mir ein Schwert zu machen. Ja, alles, Alter. Soll ich euch mal erzählen, wie ich gerade versucht habe, ein Schwert zu craften? Wie? Immer sehen müssen, ey. Alter, ich tu zwei Sticks übereinander und mach oben drüber ein Stück Wolle. Alter. Ich war aus irgendwelchen Gründen sowas von dem Gedanken gerade. Alter, das war echt nicht schlecht. Also, Jungs, das neue Schwert, ne? Das neue Schwuchtelschwert. Zwei Sticks übereinander und drüber ein Stück Wolle. Das ist Wolle. Ja, das ist dann Q-Tip, oder? Ja, genau. Ja, ohne Scheiß. Das ist dann Q-Tip. Genau, der Werkzeug erfunden. Aua. Und es ist auch hier immer so steil. Das ist ja... Oh, und ich will immer, wenn ich Pressure Plates machen will, mache ich immer so roten Half Steps. Oh, Nosfreak hat sich verabschiedet, ja. Oh, da hat er viel abgebaut, aber so, jetzt bin ich wieder da. Hört ihr mich wieder? Warum habe ich denn jetzt nur eine Pressure Plate? Ja. Alles klar. Ich bin irgendwie gerade hinausgeflogen. Ja. Kommt vor. Ach, ihr seid ja gerade noch hier. Okay, ich bin. War gerade schon ganz woanders. Ich hatte hier schon was hingestellt und so. Hau mal ab, du Lutscher. Jawohl, wenigstens mal einer der Knochen droppt. Da können wir wieder Bäume züchten. Ja. Oh geil, der Durchgang zur zweiten Etage ist auch schon fertig. Hier ist ein Ende. Brauchtet ihr jetzt noch Cleanstone oder was? Ja, immer. Für die nächsten Etagen brauchen wir auch wieder welche. Wobei, ich habe jetzt 22 hier noch.
Da brauche ich. Tritt noch nicht bei dir hier auch Kohle und Cobblestone rum? Was, wo? Was meinst du, Turbo? Hier bei mir. Komm mal zu mir, Fritzo. Ja? Komm mal zu mir kurz. Ach da, wo bist denn du? Wo seid ihr überhaupt? Hier, noch am Eingang hier. Ach so, da unten, ja. Ach, da seid ihr. Ja, da liegt irgendwie bei mir Kohle und Cobblestone. Nee, das ist alles weg. Kann den irgendwie nicht einsammeln. Ja, nee, ist ja. Das, da liegt nichts mehr. Leckt wahrscheinlich okay, einfach. Okay. Ja. Oh, oh. Der Garten wird von der Spinne. Ja, ich war gerade am Essen. Angebunden. Voll fies. So, ja, da ist irgendwie Scheiße in der Mine. Wir müssen nochmal irgendwo anders buddeln. Warte mal, ich buddel mich mal hier in die andere Richtung runter. Kohlen! Richtig viele Alter, Kohlen. Das war gleichzeitig. Ja. Aber auch richtig viel wieder. Ja. Naja. Wo ist die Zombie, die ich hier höre? Ah, Blöcke kommen wieder, Abfucker. Fritzo, wo willst du hin? Runter. Jetzt kriegst du mich halt in die andere Richtung. Die blöde Fackel hier funktioniert nicht. So. Ja, bei mir auch nicht. Jetzt. Grab weiter. Komm schon. Warum hast du eigentlich eine Diamantspitzhacke? Weil ich cool bin. Denk dran, die zu reparieren, ne? Als wäre das für dich was Neues. Bei Diamantwerkzeugen auf gar keinen Fall das Reparieren vergessen. Ja, alles klar. Ich versuch's. Frag mich mal am besten ab und zu, wie meine Werkzeuge aussehen. Ja, genau. Dann, wäre wahrscheinlich am besten. Am besten stelle ich mir irgendwie so einen Wecker, der immer klingelt und immer, wenn der klingelt, so alle 10 Minuten frage ich einfach. Ja. Oh, ich höre Wasser. Kohlen sind hier. Oh, ja, Höhle. Kohlen, 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 Kohlen. Höhle, 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 Höhle. War sehr asynchron, was wir hier gesungen haben. Ein bisschen, ja. wo bist du lang gegangen, Fritz? I am inside of... Hole. Bin in einer Höhle. Warte, ja, dann gehen wir eben da lang. Ich wollte mal gucken, ob wir hier nicht irgendwie mal ein bisschen was Dias erfinden können oder so. Lapis Lazuli. Ja, Lapis Lazuli, ohne Witz. Eisen. So. Oh. Die funkeln jetzt so schön, die Rohstoffe. Hast du eigentlich auch das, Texture von uns, Turbo? Nee. Ich nehm Default. Nee, ne? Nee. Warst du jetzt gerade so leise, weil ich gerade gesagt habe? Nee, ich hab's nicht. Ach so, okay. Nee, ich hab dich verstanden. Alles klar. Ja, ich würde auch gerade noch eine Fackel setzen. Wir waren ja schon wieder keine Dias. Verdammt, wir sind 5 Blöcke gelaufen und haben keine Dias gefunden. Das ohne Witz, sein. Ey. Ey, so geht's nicht weiter, was Jungs. Was geht denn hier so ab? Geht was ist denn das nicht hier? Weiter. Wow. Ich will nicht in die Lava. Warte mal. Versuch das mal hier irgendwie zum Gewinn bringen, da zu löschen. So. Das sieht doch schon gut aus. Ja. Boah, hier geht's noch richtig viel weiter, ne? Hier ist echt groß. Ja. Eisen! Brauchst du abladen? Ich bin am Abbauen, am Dran, am Sein. An dem Dran. Ah, oh. Was machst Was du? Was los? Fast in die Lava geflogen. Alter, komm klar. Ich dachte, ihr seid da hinten weitergelaufen. Wir sind noch nicht über die Lava gehüpft, wir sind noch nicht bekloppt. Na toll. Aua. Redstone verschenkt. Pass auf, hinter dir, Turbo, das Lava. Ey, voll fies. Jetzt habe ich hier keinen Weg mehr runter. Oh. Ich muss mal ganz kurz was ändern. Ich zeig dir den Weg.
So, jetzt deutlich besser. Ich habe mal die Renderdistanz 1 runtergesetzt. Geil. Da hinten ist ein Endry, da können wir nicht weiter. Hier ist grundsätzlich ziemlich End im Gelände. Ja. Und Endry hat noch immer keiner gelöst, aber es gab wieder zwei neue Ideen dazu. Was meinst du? Es gab wieder zwei neue Ideen zu Endry. Echt? Aber, wer hatte die? Ja, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber die waren ziemlich sinnfrei, ja? Ehrlich gesagt, ja. Okay. Oh oh, da oben ist Lava. Ja, da hinten auch. Gefällt mir so alles gar nicht hier mit der Lava. Dann mach die mal. Ja. Und die mal irgendwie so machen, dass die nicht mehr funzt. So. Schon besser. Oh, hier ist Eisen schon abgebaut. Wieder Lava, ja, stimmt. Naja. Hatte ich vorhin auch schon gesehen. Ist wieder so ein Lava-Fall, ne? Ja. Ja. Ach, hier auch. Bitte. Mach ich mal zu. Eisen und Kohle, da können wir hier noch ein bisschen was abbauen. Wir hatten ja echt dann nicht so viel Kram. Spinne. Machst du platt? Spider-Man. Verpiss dich. So. Alter. Hey, Zombie. So, geht doch. Oh, da ist ein Creeper. Ja, Level 1. Unglaublich. Müssen wir feiern. Ah, Scheiße. Man ist so an dir, man ist so an Dia-Schwerter gewöhnt, dass man einfach die Creeper dreimal haut und dann denkt, sie sind tot, aber sie sind noch nicht tot, sie brauchen noch einen. Uah, den habe ich jetzt nicht gesehen. Oh. Gabi, weißt was du, was Zombie grad? Gleich mein Tod. Oh, ja, ich weiß, wo er war, ich sammle seine Sachen ein. Okay, alles klar. Ich bin übrigens wieder, ne, bei dem alten Spawnpunkt bei x-4,5 und so, ne, also ganz weit weg. Warte mal, portest du ihn gerade? In dem Sumpfgebiet. Ja, ich suche mir gerade mal kurz eine sichere Position hier und dann porte ich ihn. Ja. Na super, das ist dann wieder super peinlich. Ach, was? Ach Quatsch, ey, weißt du, wie oft wir schon gestorben sind? Mit Sterben kennen wir uns besser, ja. Außer als jeder andere. Eher wie man stirbt, als das, wie man eine Spitzhacke baut beispielsweise. Da würden wir es eher hinkriegen zu sterben. Oder ein Schwert. So, Toro, jetzt müsste eigentlich wieder da sein gleich. Sind die absoluten Abkratz-Spezialisten. Ja. Ich hänge in der Warteschlange, also die Chunks zumindest. Das dauert kurz. So, jetzt. Okay. Ja, also das, je nachdem mit den blöden Spawnpoints, wenn die so ewig weit weg sind, ich denke mal, dann ist Teleportieren auf jeden Fall okay. Sonst machen wir so einen Kram ja wirklich nie. Ich hoffe, du weißt, warum ich hier stehe bei dir. Wegen ja, deinem Mentor. Ich gebe dir jetzt das Zeug. Erstmal kurz das Wasser abdrehen. So, was hattest du denn alles? Ach, nur ein Schwert, Spitzhacke, Schaufel, Fackeln, mehr brauche ich nicht. Schwert, Spitzhacke. Oh Gott, ich habe gar keine anständige Spitzhacke mehr mitgenommen. Deine war auch so gut wie kaputt, kann das sein? Oh, naja, nee, eigentlich nicht. Warte mal, ich habe hier noch zwei. Vielleicht habe ich die auch noch nicht, warte mal kurz. Hier unten ist nämlich auch noch was von eine repariert hier. Gucken, ach du mein Gott. Wo soll ich dir die einfach mal geben? Ja, wäre nett. Schmeiß einfach mal hier. Warte. So. Dankeschön. Ja, das war's. Zur Not können wir ja auch nochmal. Ah, nee, können wir nicht, weil ich habe kein Holz mit. Also, Gabi, hast du Holz mit? Ich war noch vielleicht Wackeln oder so. Alter, zweimal runtergefallen. Zombie. Und alles scheiße hier und so. Garf, hast du Fackeln? Ich habe Fackeln, ich habe auch Holz dabei. Weil ich bin ja ich so ganz unverhofft bin ich ja hier reingegangen. Boah, bin ich hier aber richtig in die Scheiße gefallen, ey. Da sind Fackeln, komm. Hier ist ein Schussfritz, hier hinten ist eine Zombie und ich werde hier gerade übelst abgeknallt. Die sehen das auch irgendwie nicht ein, damit aufzuhören. Das finde ich irgendwie gerade ein bisschen arm. Ja, geh mal da in die Lava, du Pfeife. Genau, so ist brav. Dummkopf. Mein Gott, bist du blöd. Aua. Der Zombie ist im Moment noch nicht dämlich genug, in die Lava zu laufen.
Noch nicht. Nee, ich hab jetzt die Lava gelöscht, ich will ihn lieber platt machen.